Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Susanne Daubner. Unsere Tagesthemen. Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Abend. Manchmal gibt es Dinge, die beschafft man sich in der Hoffnung, dass sie niemals zum Einsatz kommen müssen. Und das gilt wohl auch für diese Raketen. Denn das Flugabwehrsystem Arrow 3 soll Deutschland im Ernstfall vor Angriffen schützen. 4 Milliarden will die Bundesregierung in dieses Militärprojekt stecken. Schon kurz nach der vom Kanzler erklärten Zeitenwende hatte sie offiziell Kontakt aufgenommen zum Hersteller in Israel. Aber einzelne Teile des Systems kommen aus den USA und deshalb brauchte es auch von dort die Zustimmung. Die kam heute. Nadine Bader über einen Rüstungsdeal, der Deutschland und Europa sicherer machen soll. März 2022, Gruppenbild in Israel. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine trifft eine Delegation des Bundestags hier hochrangige Militärs und Politiker. Ihr Interesse gilt Arrow 3, auf Deutsch Pfeil. Dieses Raketenabwehrsystem aus Israel soll künftig Deutschland schützen, vor allem vor Langstreckenraketen, die in großer Höhe fliegen und auch Atomwaffen tragen können. Der Ukraine-Krieg spielt insofern eine Rolle, als dass wir seit 1,5 Jahren sehen, dass die großen Angriffe aus der Luft geführt werden. Bisher verfügt Deutschland lediglich über Abwehrsysteme wie Patriot oder Iris-T mit deutlich geringerer Reichweite als Arrow 3. Arrow 3 soll laut Hersteller Ziele bis zu 100 Kilometer über dem Erdboden erreichen können. Es ist im Vergleich zu dem, was die Bundeswehr hat oder was zurzeit am Markt ist, ein System, das eine größere Reichweite hat, eine höhere Manövrierfähigkeit und eine größere Endgeschwindigkeit hat. Damit kann ich ein viel größeres Portfolio an möglichen angreifenden Raketen bekämpfen und gibt mir einfach mehr Verteidigungschancen. Stationiert werden soll es unter anderem in Holzdorf. 2 weitere Standorte werden noch gesucht. Das Radar kann ein Gebiet in einem Radius von 2400 Kilometern erfassen, also auch große Teile Europas. Zunächst ist das System Arrow 3 für die Verteidigung Deutschlands. Aber wir werden dann in einem zweiten Schritt sehen, wie wir das entsprechend integrieren können in die NATO und dementsprechend auch Bündnispartner, unsere Nachbarländer mit diesem System dann zu schützen. Einige europäische Partner, allen voran Frankreich, sehen die Anschaffung aus Israel allerdings kritisch. Auch weil die Franzosen ein eigenes, ähnliches Raketenabwehrsystem entwickeln und verkaufen wollen. Unterschiedliche Systeme könnten eine gemeinsame Verteidigung Europas erschweren, sagen Sicherheitsexperten. Es hängt davon ab, wie bereit die Israelis sind, ihr System an die deutschen Bedürfnisse anzupassen. Nachdem sie in der Vergangenheit viel mit den Amerikanern hier zusammengearbeitet haben, sollte es eigentlich kein Problem sein, Arrow in ein NATO-Standard-Kommunikationsnetzwerk zu integrieren. Die geplanten 3 Systeme kosten knapp 4 Milliarden Euro. Die Anschaffung wird finanziert aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. In Israel spricht man von einer Zeitenwende in der strategischen Zusammenarbeit mit Deutschland. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Nach 75 Jahren, das jüdische Staat trägt bei zu der Verteidigung von Europa und Deutschland. Mit dem Kauf von Arrow 3 soll eine Lücke bei der deutschen Luftverteidigung geschlossen werden. Ende 2025 soll das erste System einsatzbereit sein. Ja, fragen wir nach bei Alexander Budweg im Hauptstadtstudio. Arrow 3, wie sicher ist denn dieses System? Also da fällt das Urteil der Militärexperten zweigeteilt aus. Zum einen sei es zwar gut, dass Deutschland nun auch ein Mittel gegen Mittelstreckenraketen bekomme. Zum anderen sei damit aber keineswegs die bislang klaffende Lücke in der deutschen Luftverteidigung geschlossen. So tue sich Arrow 3 zum Beispiel im Kampf gegen Interkontinentalraketen oder Ultraschallwaffen schwer. Zudem birge das System nach wie vor auch Fehlerquellen, etwa durch eine falsche Berechnung der Flugbahnen. Experten schätzen deshalb die Erfolgschancen für einen erfolgreichen Abschuss einer einzelnen Abfangrakete auf 50-60%. Dennoch sei Arrow 3 aber das beste derzeit am Markt verfügbare System. Finanziert werden soll das ja auch über das Sondervermögen für die Bundeswehr. Wie weit sind denn da jetzt insgesamt die Planungen?
Also da sollen bis Ende des Jahres gut 2/3 der 100 Milliarden Euro in Verträge gebunden sein. Das letzte Drittel soll dann bis zum nächsten Jahr folgen. Das heißt zwar noch nicht, dass die Lücken bei der Bundeswehr dann auch schon allesamt geschlossen sind, aber zumindest sind dann schon mal die Bestellungen ausgelöst und die Industrie weiß, was sie liefern muss. Mit dem Eingang der Bestellungen wird dann je nach Bestellung zwischen 2024 und 2026 gerechnet. Das Sondervermögen soll ja auch dazu dienen, das 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben mitzufinanzieren. Der Verteidigungsminister wollte die jährliche Einhaltung dieses Ziels auch gesetzlich verankern. Das ist aber nun im Kabinett gescheitert. Was steckt dahinter? Ja, also eine offizielle Begründung gibt es dafür nicht. Gestoppt hatte das Ganze ja Außenministerin Baerbock. Und aus ihrem Haus ist lediglich zu hören, dass man überrascht gewesen sei, dass diese Festlegung auf das 2%-Ziel plötzlich im Haushaltsgesetz auftauchte. Dies sei so innerhalb der Bundesregierung zuvor nicht abgesprochen gewesen. Zudem finde man es problematisch, in einem Gesetz eine Prozentzahl fest vorzugeben. Schließlich könnten sich ja auch die Vorgaben der NATO jederzeit ändern. Dahinter steckt aber eigentlich ein viel, viel tieferer und bislang ungelöster Konflikt. Die Grünen, die hatten ja einst in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, dass mit jedem Euro mehr für das Militär auch gleichzeitig ein Euro mehr für Entwicklungsarbeit ausgegeben werden muss. Und beim Sondervermögen für die Bundeswehr konnte man sich dann noch gerade so darauf verständigen, dass dies nicht für Sonderfonds gelte. Spätestens jetzt aber mit dem Versuch von Verteidigungsminister Pistorius, dieses 2% NATO-Ziel im Gesetz fest zu verankern, ist dieser Konflikt dann wieder aufgebrochen. Dabei ist bislang noch überhaupt gar nicht klar, wo denn das Geld herkommen soll, wenn dann irgendwann mal das Sondervermögen aufgebraucht ist. Innerhalb des Verteidigungsministeriums spricht man schon jetzt von einer Lücke von 20 bis 30 Milliarden Euro, die womöglich sogar schon ab 2026 dann klafft. Hm. Vielen Dank, Alexander Budweg nach Berlin. Das Thema Sterbehilfe ist hoch emotional und umstritten. Vor 3,5 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ausdrücklich anerkannt und damit auch das Verbot der assistierten Selbsttötung durch Sterbehilfevereine gekippt. Weil aber der Versuch, die Sterbehilfe gesetzlich neu zu regeln, erst vor kurzem im Bundestag gescheitert ist, bleiben viele Fragen offen. Und das führt gerade auch in Pflegeheimen zu schwierigen Situationen in den existenziellen Momenten zwischen Leben und Tod. Benedikt Schäper. Sie kommen ins Pflegeheim, assistieren beim Suizid auf Wunsch des Bewohners. Das ist legal. Doch wie Sterbehilfe in Altersheimen bisweilen abläuft, sorgt für Unmut. Katharina Thiele arbeitet in einem Hamburger Seniorenstift. Die Wohnbereichsleiterin wusste von einem geplanten Suizidbeihilfetermin, fühlte sich mit ihrem Team aber außen vor. Am Tag der assistierten Selbsttötung ein Schock. Die Sterbehelferin hat dann gesagt, sie würde jetzt gehen. Der Bewohner wäre aber noch nicht gestorben. Und da waren wir natürlich total entsetzt und konnten das nicht wirklich, eigentlich nicht wirklich glauben. 2 Stunden banges Warten. Gibt es Komplikationen? Sind Notarzt oder Polizei zu rufen? Das Heimpersonal fühlt sich gezwungen in eine dramatische Situation mit vielen für sie ungeklärten Fragen. Nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit berichten Einrichtungen von ähnlichen Erfahrungen mit Anbietern von Sterbehilfe. Hauptkritik? Anonymes Auftreten und mangelnde Kommunikation vor Ort. Sie melden nicht den genauen Todeszeitpunkt an, also wann eingeplant ist, dass die Bewohnerin oder Bewohner die todbringenden Medikamente verabreicht bekommen. Überwiegend ist es auch so, dass sie sich nicht angemessen verhalten. Sie sind laut in den Einrichtungen, sie tragen zum Teil tatsächlich auch unangemessene Kleidung, Jogginghose, Turnschuh. Und das ist für diese besondere Situation doch wirklich unangemessen. Deutschlands ältester Sterbehilfeverein mit Sitz in Zürich und Hamburg möchte sich zu Einzelfällen nicht äußern. Schriftlich teilt er mit: Die Mitarbeiter des Vereins melden sich stets in Seniorenheimen an und informieren das Personal. Üblicherweise warten die Mitarbeiter, bis die Kriminalpolizei eintrifft. Unangemessenes Verhalten lehnen wir ab. Die Diakonie Hamburg will vermeiden, dass Heimpersonal zu passiven Zuschauern oder gar Opfern des Geschehens wird.
Auch wenn keine verlässlichen bundesweiten Zahlen zu assistierten Suiziden vorliegen, brauche es gesetzliche Vorschriften für den gesamten Ablauf auch in Senioreneinrichtungen. Wir fordern, dass die Mitarbeitenden der Sterbehilfeorganisation Verkehrsbedingungen einhalten, dass sie sich an- und abmelden, dass sie den Termin der Durchführung der Suizidbeihilfe bekannt geben vorab, dass sie bis zum eingetretenen Tod im Haus bleiben und zum Schluss sich auch wieder ordentlich abmelden. Konkrete Regeln für die Durchführung von Sterbehilfe. Für die Politik eine Herausforderung. Das Bundesjustizministerium teilt dazu auf ARD-Anfrage mit. Die Frage, welche Regeln sich für den assistierten Suizid empfehlen, ist Gegenstand einer intensiven rechtsethischen und rechtspolitischen Debatte, die im Deutschen Bundestag fraktionsübergreifend geführt wird. Das Bundesministerium der Justiz nimmt zu dieser Debatte nicht Stellung. Katharina Thele und ihre Kollegen akzeptieren Sterbehilfe für Senioren als allerletzte Option. Aber eines müsse sie sein: würdevoll. Und zu diesem Thema wollen wir noch einmal sprechen mit Kolja Schwarz aus unserer ARD-Rechtsredaktion. Kolja, seitdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor 3 Jahren das Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt hat, ist Beihilfe zum Suizid nicht mehr strafbar. Was dürfen Sterbehilfevereine in Deutschland denn genau und was nicht? Also was nach wie vor klar verboten ist, ist die aktive Sterbehilfe. Also niemand darf einem anderen zum Beispiel eine Todesspritze verabreichen, auch nicht, wenn der das ganz klar wünscht. Was erlaubt ist, ist die passive Sterbehilfe. Da geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel Geräte abschalten, also lebenserhaltende, lebensverlängernde Maßnahmen beenden, wenn die Patienten das ausdrücklich wünschen und zum Beispiel in einer Patientenverfügung festgehalten haben. Und was auch erlaubt ist, das ist eben die Suizidbeihilfe, also die Hilfe zur Selbsttötung. Da geht es also darum, dass Sterbehilfevereine zum Beispiel oder auch Ärztinnen und Ärzte, natürlich auch Angehörige, einem Sterbewilligen helfen, zum Beispiel ein tödliches Medikament besorgen. Den letzten Schritt aus dem Leben, also dieses tödliche Medikament einnehmen, das muss der Sterbehilfewillige aber selbst tun. In welchem rechtlichen Vakuum handeln Sterbehilfevereine zurzeit? Naja, das Bundesverfassungsgericht hat 2020 ganz klar gesagt, der Gesetzgeber darf die Hilfe zum Suizid nicht komplett verbieten, denn aus dem Grundgesetz ergibt sich das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und die Menschen können eben nur selbstbestimmt sterben, wenn es auch Menschen gibt, die ihnen dabei helfen. Karlsruhe hat aber auch gesagt, dass der Gesetzgeber durchaus Regeln einführen darf. Er könnte zum Beispiel eine Beratungspflicht einführen. In einer solchen Beratung könnte man dann versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, im Leben zu bleiben, ihnen Alternativen aufzuzeigen. Man könnte auch eine Wartefrist einführen. Und natürlich könnte man auch Sterbehilfevereinen da Regeln auferlegen. Aber solche einschränkenden Regeln, die gibt es bislang nicht. Sämtliche Versuche im Bundestag, da was zu regeln, sind gescheitert. Zuletzt jetzt im Juli gab es 2 fraktionsübergreifende Gesetzesvorschläge, aber die haben beide keine Mehrheit gefunden. Im Beitrag fordert die Diakonie, dass es klare gesetzliche Regeln durch die Politik gibt. Sind denn da welche zu erwarten? Naja, momentan sieht es nicht so richtig danach aus, denn diese Gesetzesvorschläge sind gerade gescheitert. In einem gab es sogar Vorschläge, dass diese Senioreneinrichtungen da einschränkende Maßnahmen oder sogar Verbote festlegen können. Und außerdem durch diese beiden Vorschläge wäre es auch dazu gekommen, dass Sterbehilfevereine gar nicht mehr so viel zu tun gehabt hätten, weil vor allem Ärztinnen und Ärzte dann die Medikamente verschrieben hätten. Aber sie haben keine Mehrheit gefunden und jetzt muss man nach der Sommerpause mal schauen, ob es da überhaupt noch mal einen neuen Anlauf gibt. Danke, Kolja Schwarz aus der ARD-Rechtsredaktion. Gerne. Lange Zeit hat die Braunkohle, die ganz im Westen und ganz im Osten Deutschlands nur knapp unter der Erdoberfläche liegt, viel Wohlstand gebracht, Arbeitsplätze und Energie. So dass man dafür auch in Kauf genommen hat, dass dafür gewaltige Löcher gegraben werden und die Umwelt leidet. Um Deutschlands CO2-Ausstoß zu reduzieren, soll damit aber bis 2030 in NRW und bis spätestens 2038 in Ostdeutschland Schluss sein. Für den schwierigen Strukturwandel nach dem Ausstieg aus der Kohle stehen den betroffenen Regionen bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung. Ob das Geld richtig angelegt wird, haben Ökonomen gerade untersucht. Denn die Investitionen sollen nicht nur neue Unternehmen anlocken, sondern auch neue Bewohner.
Was nicht gerade einfach klingt, gerade in einer Region, die zu DDR-Zeiten noch zu den dreckigsten überhaupt zählte. Ingo Groß. Ein riesiger Stahlbogen, der die Abraumschaufelräder des Tagebaus symbolisiert, ist alles, was an die Braunkohlevergangenheit in Bitterfeld-Wolfen erinnert. Von hier oben kann man auf eine Region im Wandel blicken. Wie der vorangeht, daran arbeitet auch Elena Herzl mit, die bei der Vergabe der Kohlemillionen vor Ort ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Genügend Arbeitsplätze, sagt sie, gebe es inzwischen hier. Das Problem seien die Arbeitskräfte. Mit unseren Projekten wollen wir die Strukturregion so gestalten, dass sie attraktiv für Zugzügler wird. Also dass die Menschen, die hier sind, hier bleiben, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir Menschen überzeugen, hier in die Region zu kommen. Viel Steuergeld wird dafür locker gemacht. 278 Millionen Euro bekommt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus dem 40 Milliarden Braunkohle-Aussteigertopf. Eine Fahrt durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Elena Herzl hat hier schon etliche Förderprojekte bearbeitet. Um die Aufgabe, die wir vor der Brust haben, zu bewältigen, brauchen wir große Projekte. Aber wir brauchen auch kleine Projekte, die die Attraktivität des Standortes steigern. Klein in der Förderwelt bedeutet Wohnungen und Kitas. Groß die Erneuerung dieses Berufsbildungszentrums für 75 Millionen Euro, um noch mehr Lehrlinge auszubilden. Werden die Kohlemilliarden effektiv ausgegeben? Das untersucht unter anderem Oliver Holtemöller im Auftrag der Bundesregierung. Bisher im Großen und Ganzen ja, so das Fazit. Aber jede Ausstiegsregion sei anders, sagt er. Und auch die benötigten Berufsfelder seien im Wandel. Es wird im Moment sehr viel geschaut auf die Industrie, das verarbeitende Gewerbe. Man möchte gern neue Industriearbeitsplätze, aber die Musik spielt im Wesentlichen heutzutage bei den Dienstleistungen. Auch auf Forschung solle gesetzt werden, das passiere noch zu wenig. Erste Erfolge aber gebe es. Ortstermin mit dem Oberbürgermeister im sächsischen Delitzsch. Der hat große Erwartungen. Demnächst soll auf dieser Industriebrache ein Großforschungszentrum für die chemische Kreislaufwirtschaft entstehen. 1,1 Milliarden Euro gibt der Bund in den kommenden Jahren dafür. Erwartet werden vorerst 700 Arbeitsplätze. Wir gehen davon aus, dass etwa ein Drittel im Bereich der Chemie-Spitzenforschung hier tätig sein wird. Wir haben ein Drittel akademischen Mittelbau und ein Drittel dessen, was wir so als Dienstleistungssektor im technischen Bereich eben betrachten. Zurück nach Anhalt-Bitterfeld, auch hier ein Geldsegen. Elena Herzl kommt mit dem Staatssekretär und 1,9 Millionen Euro. Investiert wird in den Umbau dieser alten Fabrikanlage. Jugendclub, Heimatverein und Bibliothek sollen dann einziehen. Geld aus dem Kohlemilliardentopf, das den Bürgern damit ganz direkt zugutekommt. Auch das empfiehlt der Prüfbericht der Wirtschaftsexperten. Es war ein langer Kampf, mit dem die Gewerkschaften seit den 50er Jahren die Fünf-Tage-Woche erstritten haben. Und ein Fingerzeig für die Beschäftigten von heute. Auch wenn es da noch einen Schritt weiter geht. Denn viele Menschen möchten nämlich mehr Zeit für Hobbys oder Familie haben. Und deshalb nicht nur weniger arbeiten, sondern die Arbeit auch anders aufteilen. Einige Unternehmen machen schon jetzt bereitwillig mit, ganz ohne Arbeitskampf. Wie ein Beispiel aus Neuburg an der Kammel zeigt. Unser Mittendrin-Reporter Peter Allgeier hat sich angeschaut, wie die Vier-Tage-Woche dort funktioniert. Früh um 6 Uhr beginnt der Arbeitstag für Robin Brandt. Es ist Donnerstag, eine 9,5-Stunden-Schicht liegt vor ihm. Der Donnerstag ist ein besonderer Tag, weil er im Gegensatz zu anderen eigentlich heute schon das Wochenende einläutet. Die Firma, in der Robin Brandt angestellt ist, produziert Schall- und Spritzschutz. Seit knapp einem Jahr arbeiten er und die anderen 40 Beschäftigten an 4 Tagen in der Woche statt an 5. Dafür sind die einzelnen Arbeitstage länger, denn die Arbeit muss trotzdem erledigt werden. Man hat es am Anfang gemerkt, ja, aber dann ist es eigentlich ganz routinemäßig. Zeitumstellung war es halt. Wir haben ja früher erst um 7 Uhr angefangen. Und jetzt fangen wir halt um 6 Uhr mal an. 9,5 Stunden vorm PC, ab und zu noch 4 Runden in der Halle. Es ist schon ziemlich hart, aber man braucht so 2-3 Wochen, dann hat man sich eigentlich dran gewöhnt. 2 Stunden bekamen die Mitarbeitenden vom Unternehmen geschenkt. 38 statt 40 Stunden in der Woche arbeiten sie nun bei vollem Lohnausgleich. Und sie haben ein langes Wochenende. An der Grundplatte. Und da müssen wir beim Abbauen in der Halle bei denen darauf achten, dass wir da die richtige Position zum Maschinengestell haben. Ja.
Und das aber eigentlich an alle vier Stellen. Christine Mörz leitet das mittelständische Unternehmen. Sie hat die Viertagewoche eingeführt. Die Geschäftsführerin wirbt mit großen Plakaten am Straßenrand, weil ihr Fachkräfte fehlen. 8 neue Mitarbeiter hat sie seit der Werbekampagne eingestellt. Ich bin noch gewöhnt, dass meine Berufswelt das Wichtigste war. Und die Zeiten ändern sich. Die Welt hat sich dahingehend geändert, dass die junge Generation anders denkt. Sie möchte mehr selbstbestimmt sein, sie möchten flache Hierarchien haben, möchte Work-Life-Balance mit in der Arbeit mit dabei haben. Das Problem war eigentlich an den Schiebetüren, die wohl noch nicht fertig sind und jetzt fertig werden müssen. Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten kann das Unternehmen betriebsbedingt nicht so leicht anbieten. Mit der Vier-Tage-Woche waren anfangs vor allem die Jungen einverstanden. Wo dann die Zweifel eher waren der älteren Generation, also wirklich ab 50 Jahren, wo gesagt haben, wie kann man sowas lösen, geht gar nicht. Inzwischen sind ja alle überzeugt von dem Konzept, auch wenn 9,5 Stunden körperliche Arbeit anstrengend sind. Manche sehen hier sogar weitere Vorteile. Man wird vielleicht sogar eher noch ein Stück effektiver, weil das Freitag war oft so, man hat so Kleinigkeiten immer geschoben und hat die dann nur vom Wochenende erledigt, aber ich glaube, das macht man jetzt in den 4 Tagen nebenzu mit. Am Freitag bleibt jetzt Zeit für andere Dinge, zum Beispiel für die Familie. Morgens bringt Brandt seine beiden Kinder in die Schule und in den Kindergarten. Das erledigt seine Frau Claudia die Woche über alleine. Für mich ist es entspannter in der Früh, weil Dorbin und ich uns das einfach aufteilen, wer was macht, die Kinder eben auch richten oder unten das Frühstück richten. Und wir bringen sie dann einfach auch zusammen runter. Das ist dann einfach so unsere Zeit, wo wir dann schon gemeinsam starten. Am Haus des jungen Paares gibt es noch einiges zu tun. Im Garten soll eine Außenküche entstehen. Brandt und seine Frau bauen sie komplett selbst. Eben so Arbeiten, so handwerkliche Arbeiten, wo man jetzt vielleicht nicht jeden oder eher alleine ist und die Kittys nicht brauchen kann, die macht man lieber am Freitag, dann ist das erledigt und macht dann am Samstag eigentlich die schönen Sachen, wo man zusammen machen kann. Ein Zurück zur alten Zeitregelung wollen die Brandts nicht. Vor allem, weil es in der Firma noch weitere Pläne gibt. Das nächste Ziel ist die 36-Stunden-Woche, sodass wir nur noch 9 Stunden am Tag arbeiten. Dafür müssen allerdings noch 2 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Nur so können alle weniger arbeiten und gleichzeitig die Aufträge schaffen. Sein Erbe wiegt schwer in Libyen. Nachdem Muammar al-Gaddafi jahrzehntelang Gewalt in die Welt getragen und im eigenen Land so hart wie selbstherrlich geherrscht hatte, führte auch hier 2011 am Ende ein internationaler Militärschlag dazu, dass der Diktator zu Fall gebracht wurde. Aber mit seinem Sturz fiel auch ein ganzes staatliches System in sich zusammen. Und seitdem wird um Gaddafis Nachfolger gekämpft, sprich um die politische Macht in Libyen. Ein Konflikt, der das Land buchstäblich gespalten hat. Der westliche Teil wird kontrolliert von der international anerkannten Regierung in Tripolis unter Übergangspremier Dbeiba. Im Osten und in der südlichen Wüstenregion haben die Anhänger des aufständischen Generals Haftar die Macht. Es ist ein schwelender Konflikt, der immer wieder eskaliert und in dem unterschiedlichste Milizen ihre eigenen Interessen verfolgen. Das haben gerade wieder neue schwere Kämpfe in der Hauptstadt gezeigt. Wie die Libyer damit umgehen, zeigt Ramin Sina. Im Zentrum von Tripolis, der Burgerladen Guns and Buns, auf Deutsch Knarren und Brötchen. Hier gibt es nordafrikanisches Rindfleisch im sogenannten Kalaschnikow-Burger mit besonders fettiger Soße. Das Menü Granate serviert mit scharfen Zwiebeln. Alles auf der Speisekarte ist nach Waffen benannt. Das Konzept sei provokant, meint Ladenbesitzer El Romehi, aber es ziehe bei den Kunden. In Zeiten der Gewalt helfe Sarkasmus und ein wenig schwarzer Humor. Wir haben uns an die Schusswechsel gewöhnt. Jeder Libyer kennt das. Wir machen uns über die Lebensrealität lustig. Es ist unsere Art der Rebellion gegen die Zustände. Waffen. In Libyen gehören sie seit mehr als einem Jahrzehnt zum Alltag. Bewaffnete Gruppierungen an vielen Straßenecken der Hauptstadt. Immer wieder kommt es zu Kämpfen um strategisch wichtige Stützpunkte. In dieser Woche eskalieren sie. Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben. Heftige Gefechte zwischen 2 verfeindeten Milizen, die von der Regierung nur schwer kontrolliert werden können. Jeden Tag sorgen sie für Ärger auf den Straßen, jeden Tag Krieg. Die Leute werden terrorisiert.
Es wird andere Maßnahmen gegen sie geben. Wir müssen knallhart sein. Doch Dbeibah muss sich selbst auf Milizen stützen. Die Bevölkerung hat ihn nie gewählt. Sein Versprechen, das Land in freie Wahlen zu führen, hat er nicht eingelöst. Hinter den Kulissen womöglich Verhandlungen mit dem großen Gegenspieler im Osten des Landes, Khalifa Haftar, über eine Einheitsregierung. Das ölreiche Libyen, seit Jahren geteilt in Ost und West. Vertrauen, Fehlanzeige. Allianzen verändern sich schnell, Milizen ein Machtfaktor, meinen Experten. Es geht nicht nur um die beiden starken Männer, das ist eine Illusion. Es geht auch um die Stärke und die Ambitionen bewaffneter Gruppen. Wenn sie befürchten, sie könnten bei einem Deal außen vor bleiben und es könnte zu einer Militärherrschaft wie unter Gaddafi kommen, dann werden sie den Konflikt immer wieder befeuern. Demokratie funktioniert für sie auch nicht. Im Burgerladen ganz in Banz wünschen sie sich weniger Gesetzlosigkeit, mehr Stabilität und vor allem Mitsprache über die politische Zukunft. Natürlich, ich unterstütze Wahlen in Libyen, aber abwarten, wer dann überhaupt zur Wahl steht. Wahrscheinlicher als schnelle Wahlen scheint weitere Gewalt und deshalb nehmen sie hier das Leben mit schwarzem Humor. Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Susanne. Bei der Flucht mit einem Fischerboot aus dem Senegal in Westafrika sind vermutlich mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. 38 Überlebende wurden vor den kapverdischen Inseln an der westafrikanischen Küste aus Seenot gerettet. Von dort machen sich viele Flüchtlinge auf den Weg zu den Kanarischen Inseln. Die Fluchtroute über den Atlantik gilt als eine der gefährlichsten weltweit. Sie haben noch Glück gehabt. 38 Menschen erreichten den Hafen der kapverdischen Insel Sal mit einem Rettungsschiff. Mehr als 60 Menschen sollen gestorben sein. Unter den Toten vor allem Senegalesen. Es soll sich um ein Holzboot wie diese hier an der senegalesischen Küste gehandelt haben. Schon vor mehr als 5 Wochen war das Flüchtlingsboot in einem Fischerdorf mit 101 Menschen, darunter auch Kinder, in See gestochen. Ziel der Flüchtlinge waren vermutlich die Kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören. Nach Angaben der UN starben im Jahr 2022 mindestens 559 Menschen bei dem Versuch, die Kanaren zu erreichen. Die Atlantische Route ist eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten weltweit. Ob sie nach Sicherheit suchen, vor der Armut fliehen oder vor Konflikten, sie verlassen ihre Heimat, um ein besseres Leben zu suchen. Die Geretteten sollen vor den Kapverden nun so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückgebracht werden. Der medizinische Dienst der Krankenkassen hat von der Politik einen besseren Schutz der Patienten vor ärztlichen Behandlungsfehlern gefordert. Zumindest für die schwerwiegendsten Fälle müsse es eine Meldepflicht geben. International sei das Standard. Im vergangenen Jahr hat der medizinische Dienst wieder mehrere tausende Behandlungsfehler festgestellt, mit teils gravierenden Folgen. Das Gastgewerbe hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Er ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 6% gestiegen. Das Vor-Corona-Niveau wurde jedoch nicht erreicht. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Es sind die hohen Einkaufspreise für Lebensmittel, die die Einnahmen drücken und ein noch besseres Ergebnis verhindert haben. Die Inflation trifft das Gastgewerbe doppelt. Die Ausgaben für Produkte, Energie und Personal sind gestiegen. Und die Gäste geben weniger aus. Auch hier schlägt die Inflation auf den Preis. Andererseits haben die Gaststätten auch ihrerseits die Preise für ihre Kunden angehoben. Wer beherbergt oder ein Hotel führt, hat in der Regel ebenfalls einen besseren Umsatz gehabt als im ersten Halbjahr 2022. Aber auch hier ist der Weg zurück zu den Umsätzen von vor der Pandemie ein weiter. Trotz insgesamt guter Umsätze haben Hotels und Gaststätten ein Sorgenkind. Laut dem Branchenverband fehlen deutschlandweit mehr als 65.000 Fachkräfte in der Gastronomie. Kanada erlebt die schlimmste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen. Die größte Stadt im Nordwesten Kanadas, Yellowknife, ist von den Flammen bedroht. Die Behörden ordneten aus diesem Grund die Evakuierung bis Freitagmittag an. Sofern es weiter trocken bleibt, könnte das Feuer die Stadt nach Schätzung der Regionalregierung bis Samstag erreichen. Derzeit gibt es mehr als 1.000 Brände in Kanada.
Es war eine unruhige Nacht, besonders für die Menschen im Rhein-Main-Gebiet. Nicht nur, weil innerhalb einer Stunde mehr als 25.000 Blitze gezählt wurden. An etlichen Orten wurden Straßen überschwemmt, liefen Keller oder U-Bahnhöfe voll, mussten Menschen aus ihren Häusern gerettet werden. Bilder, die wir in diesem Sommer schon ein paar Mal gesehen haben, aber dieses Mal war es besonders heftig. Oliver Feldfort und Katharina Schohl. Die U-Bahn-Station am Südbahnhof läuft voll. In Frankfurt am Main kommen unglaubliche Wassermassen innerhalb kürzester Zeit vom Himmel. Das Wasser drückt Glastüren ein. Busse und Bahnen können in der Stadt teilweise nicht mehr fahren. Auch am Frankfurter Flughafen fallen schnell Regenmengen von mehr als 60 Litern pro Quadratmeter. Das Vorfeld gleicht einer Seenlandschaft. Ankommende Passagiere können nicht aussteigen. 70 Flüge werden gestrichen. Über dem Rhein-Main-Gebiet werden innerhalb einer Stunde mehr als 25.000 Blitze gezählt. Doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2022 in ganz Hessen. In einer Unterführung in Aschaffenburg sind Autofahrer eingeschlossen. Rettungseinsatz für die Feuerwehr. Wir haben im Viadukt Goldbacher Straße tatsächlich zwei Fahrzeuge gehabt, die vom Wasser überrascht worden sind. Es waren noch Personen in den Fahrzeugen eingeschlossen, die wurden durch die Feuerwehr gerettet. Und auch in anderen Bereichen der Stadt hatten wir Unterführungen, die teilweise mit Wasser vollgelaufen sind. Besonders schwer hat es die Region Unterfranken in Bayern getroffen. In Aura am Simgrund fallen 87 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das ist mehr als sonst im ganzen August ein neuer Rekord. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich bin jetzt auch schon nahezu 65 Jahren hier in Aura, aber das ist ein Novum. Man probiert halt mit irgendwelchen Rampen da so Hausecke zu schützen zum Beispiel. Ne? Auch tief im Westen ist Land unter. In Gelsenkirchen müssen Menschen aus ihren Autos gerettet werden. Überall im Ruhrgebiet werden Straßen überflutet. Am nächsten Morgen Wasser abpumpen in Essen. Noch steht es überall in Straßen und Kellern. Die Einsatzkräfte in den betroffenen Regionen sind den ganzen Tag mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Schalten wir zu unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert nach Frankfurt. Claudia, waren das denn noch normale oder doch schon sehr außergewöhnliche Unwetter? Marlene, die waren schon ziemlich kräftig, diese Gewitter. Und vor 20 Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt, sowas kommt nicht jedes Jahr vor, alle 10 Jahre vielleicht. Das hat sich geändert. Also solche extremen Wetterlagen, die merken wir immer mehr, nicht nur bei uns. In diesem Sommer hat man sie ja im Mittelmeerraum beispielsweise in Norditalien oder auch in Kroatien oder Istrien erlebt, dass es eben enorm viel Regen innerhalb kurzer Zeit gibt durch sehr starke Schauer und Gewitter. Das gestern waren mehrere Gewitterzellen, die sich zusammengesetzt haben, quasi zu einem Cluster, also zu so einem mehrzelligen Gewitter, zu einer mehrzelligen Gewitterwolke. Dementsprechend, die brachten enorm viel Regen. Zum Teil ist so viel gefallen wie sonst im gesamten Monat August. Aber das erleben wir immer häufiger. Es wird immer wärmer. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sich speichern. Das gilt nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Bleibt das Wetter dann so extrem oder wie wird es denn jetzt am Wochenende? Also das mit den Schauern und Gewittern haben wir größtenteils hinter uns. In der Nacht sind noch ein paar unterwegs. Extrem wird es nächste Woche wieder mit der Hitze. Da haben wir es nämlich zum Teil wieder mit 35, 36 Grad zu tun. Richtung Oberrhein-Markgräflerland eventuell sogar mit 37 Grad Mitte nächster Woche. Das sorgt dann wieder für eine Belastung und ist eben wieder extrem. Das sieht man hier am Trend für Saarbrücken. Nächste Woche geht es rauf. Sie sehen hier noch die Unsicherheit. Es können auch bis zu 36 Grad werden. Am Mittwoch wahrscheinlich oder nach jetzigen Modellberechnungen werden es um die 34 Grad sein. Aber es kehrt Beruhigung ein. Das bedeutet am Wochenende häufig Sonnenschein, meistens trocken. Am Samstag nach Südosten schon 10 bis 12 Stunden Sonne. Am Sonntag vor allen Dingen im Süden 10 bis 12 Stunden. Und es bleibt dann eben auch meist ruhig. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit einzelnen, zum Teil auch kräftigen Regengüssen zu tun. Vor allen Dingen nach Norden hin gibt es dichte Wolken mit etwas Regen. Aus Bayern ziehen die letzten Schauer und Gewitter ab. Genauso auch aus Brandenburg und Sachsen. Und morgen wird es dann schon meist trocken sein. Gibt nur wenig Gegrummel, also wenig Blitze und wenig Schauer, die unterwegs sind. In der Nacht jetzt Temperaturen von 14 bis 19 Grad. Morgen an der Küste recht angenehm mit so 21 bis 23, sonst 26 bis schon 34 Grad im Südwesten. Die nächsten Tage Temperaturen steigen immer weiter an. Ein paar Schauer und Gewitter ziehen am Samstag in den Nordwesten bis zur Mitte, am Sonntag meist wieder trocken und dazu dann zunehmend heiß, vor allem im Südwesten, aber nicht nur da. Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten.
Ja, soweit heute unsere Tagesthemen. Jetzt geht's hier weiter mit Extra 3 und danach sind zwei Extremsportler bei Ina Müller zu Gast. Die Bergsteigerlegende Reinhold Messner und der Segler Boris Herrmann. Und die nächste Tagesschau hier im Ersten haben wir gegen 0:35 Uhr für Sie. Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.